Herzlich willkommen beim Brustkrebs Deutschland Roundtable vom ASCO 2012 in Chicago, dem großen Krebskongress der American Society of Clinical Oncology. Ich stelle Ihnen unsere Diskutanten vor. Ganz auf der rechten Seite ist Herr Dr. Bauerfeind, Chefarzt der Frauenklinik im Klinikum Landshut. Dann Frau Doris Schmidt, Kommunikationstrainerin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Brustkrebs Deutschland e.V. Neben mir Herr Professor Michael Unch, Chefarzt der Frauenklinik im Helios Klinikum Berlin-Buch. Neben mir auf der anderen Seite Herr Professor Christian Jakisch, Chefarzt der Frauenklinik im Klinikum Offenbach. Und neben ihm Herr Professor Wolfgang Janni, der Direktor der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf. Herzlich willkommen. Am ersten Tag hier beim ASCO gab es eine Sitzung zu Kontroversen in der adjuvanten Behandlung von Brustkrebs. Gab es da irgendetwas Neues? Mag dazu? Also ich glaube, grundlegend Neues ist in der adjuvanten Situation nicht herausgekommen. Ich glaube, es gibt einige, sagen wir mal, konservativ amerikanische Limitationen zur lokalen Therapie, das ist heute nochmal diskutiert worden. Aber dass man jetzt sagen kann, es hat sich jetzt grundlegend etwas in der adjuvanten Situation getan, das glaube ich, kann man nicht sagen. Es gab zwei Vorträge über die Genomsequenzierung und deren Überlegung, wie sowas in Zukunft weitergehen kann. Aber das ist für Deutschland, für Europa und für die Patienten, die wir in den nächsten 2-3 Jahren behandeln werden, sicherlich noch sehr weit außerhalb jeglicher praktischen Denkweise. Der Hintergrund ist sicherlich der Gedanke, sich an die Genom-, also die Gensequenzierung heranzutasten, dort Veränderungen im Erbgut als Anlass zu nehmen, um eine bestimmte Therapie zu machen. Aber wie gesagt, ganz offen gestanden weiß ich nicht, ob ich das in meiner praktischen Laufbahn noch erleben werde. Vielleicht gleich an Professor Jakisch anknüpfen zu dürfen. Vielleicht das Einzige, was einem bei der Adjuvanz einfällt, sind sicher die Daten, die zu den Bisphosphonaten nochmal diskutiert wurden. Die Bisphosphonate begleiten uns ja seit vielen Jahren sehr kontrovers. Haben Sie nun einen Stellenwert in der adjuvanten Therapie? Werden Sie beim metastasierten Brustkrebs natürlich einen festen Stellenwert haben? Ist die adjuvante Situation sehr in der Kontroverse, auch seit einem halben Jahr in San Antonio noch viel mehr? Hier wurde nochmal der Stellenwert des Alters und damit der Hormonsituation und der Knochengesundheit nochmal intensiv diskutiert, weil die Azur-Studie, die primär negativ war und ist als Gesamtstudie, gerade mit diesem Fokus nochmal ausgewertet wurde und sich gezeigt hat, dass Patienten mit zunehmendem Alter und damit der damit verbundenen endokrinen und Knochenstoffwechsellage vermutlich am meisten profitieren innerhalb dieser Gesamtstudie. Welche Schlussfolgerungen man daraus ableiten kann, wird sicher kontrovers bleiben. Gerade bei den jungen Patientinnen, wo es widersprüchliche Studienergebnisse gibt, aber der Trend verdichtet sich, dass vermutlich, wenn ein Effekt der Bisphosphonate auf das Überleben der Patientin gegeben sein sollte in der primären Situation, dass der vermutlich am ehesten abhängig von der Hormonlage und damit im Alter sein dürfte. Ja, die adjuvante Bisphosphonatsituation, ich glaube, wie Professor Janni das schon gesagt hat, doch uns sehr beschäftigt hat. Und der Diskutant der Sitzung der Daten von Robert Coleman aus England, nämlich Professor Hortobagi, hat es relativ gut auf den Punkt gebracht, nämlich wir sind momentan wahrscheinlich doch nochmal wieder weg von der praktischen Umsetzbarkeit, allen Patientinnen in der adjuvanten Situation ein Bisphosphonat zu empfehlen. Ja, im Gegenteil, wenn man retrospektiven Daten aus prospektiven Studien glauben mag, dann müsste man sogar sagen, dass die prämenopausalen Patientinnen nicht nur keinen Vorteil, sogar einen Nachteil durch die adjuvante Bisphosphonat-Therapie haben könnten. Wie gesagt, retrospektive Analyse. Insofern würde ich sagen, sind wir gerade, wie Professor Janne das sagte, in der Postmenopause
bei Patientinnen mit einem erhöhten Knochenumsatz, Stichwort Osteoporose, da sind wir wahrscheinlich in der Situation, wo wir guten Gewissens die Bisphosphonate in Adjuvantsituationen verschreiben, einsetzen und empfehlen können. Und bei allen anderen Patientinnen doch eher mit eher vorsichtiger Empfehlung rangehen sollten. Herr Dr. Bauerfeind, gab es irgendwas hier beim ASCO, wie lange die antihormonelle Therapie durchgeführt werden soll? Es gab eben am ersten Tag, worauf Sie vorhin angespielt haben, so eine Übersichtsarbeit. Wir haben jetzt einfach etablierte Verhältnisse mit den Aromatasenhämmern und mit Tamoxifen. Und die Fragen, die aber letztendlich übrig geblieben ist, die sind noch nicht geklärt, in welcher Reihenfolge und wie lang für welche Patientin. Also wir wissen, und das wurde auch so herausgestellt, dass natürlich die meisten Patientinnen 5 Jahre lang eine endokrine Therapie haben werden und das wohl am idealsten ist, sowohl Tamoxifen als auch einen der Aromatasehemmer zu nehmen. Aber ob man mit Tamoxifen beginnt und dann auf den Aromatasehemmer wechselt oder andersherum, scheint weiterhin unklar. Und es scheint auch weiterhin unklar für diejenigen zu sein, ob man nicht vielleicht für 7,5 Jahre nach einem Wechsel der Therapie weitermachen soll. Also das waren die Fragezeichen, die gestellt worden sind. Es gibt hierzu keine Studien, es wird keine neuen Studien aufgelegt und es werden eben individuelle Gespräche in Analogie mit der einzelnen betroffenen Patientin nötig sein, um mit ihr das abzuklären. Aber diese Kombination ist nur für die Frauen nach den Wechseljahren gedacht? Die Aromatasehemmer bleiben weiterhin nur für die Patientin nach den Wechseljahren, wobei die sogenannte Soft-Studie, die das ja auch so nochmal versucht abzuklären, jetzt wohl abgeschlossen ist und Daten möglicherweise zum San Antonio oder San Antonio des nächsten Jahres erwartet werden dürfen. Also dem ist wenig hinzuzufügen, nur eine ganze Kleinigkeit. Das, was Stephen Johnston sehr schön gezeigt hat in dem Vortrag, den du gerade angesprochen hast, ist, dass wir unterschätzen, wie lange die endokrine Regulierbarkeit sinnvoll einzusetzen ist. Da können wir in Deutschland besser werden und das ist ja ein Anliegen dieser Konferenz. Was kann man tun? Ich habe gerade heute Morgen die Rekrutierungszahlen der SOLE-Studie gesehen. Möchte ich noch mal kurz daran erinnern, das ist für Frauen, die nach 4 bis 5 Jahren einer endokrinen Therapie in der adjuvanten Situation bei seinerzeit nodal-positiven Mammakarzinom eine Fortführung der Behandlung wünschen. Das ist eine derzeit sonst außerhalb unklare Situation, wenn man es tut. Da sind weltweit 4.000 Patienten rekrutiert worden, aus Deutschland immerhin, das hat mich sehr gefreut, über 250 Frauen, die sich diesem Aufruf angeschlossen haben, im Rahmen einer klinischen Studie genau der Frage nachzugehen, kann ich auch nach dem, Ingo, was du gerade gesagt hast, nach der Aromatasehemmer-Therapie diese weiter fortführen. Und ich glaube, das sollte man nochmal erwähnen, es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch in Deutschland optimale Therapien durchzuführen. Man muss immer nur daran erinnern. Und 250 Frauen in 2 Jahren, das ist eine Menge. Das haben wir nie erwartet, dass so viele diesem Aufruf Folge leisten. Jetzt haben wir noch jemand neu dazu bekommen, einen neuen Diskutanten, Herrn Professor Christoph Thomsen, dem Direktor der Universitätsfrauenklinik in Halle an der Saale. Herzlich willkommen. Ich würde ganz gerne noch einen Punkt ansprechen, an den ich mich erinnere, und zwar gerade in diesem Vortrag wurde auch vorgestellt oder die Frage aufgestellt, was wäre, wenn die Therapietreue besser wäre, also die Adherence gerade in der antihormonellen Therapie, und dass eventuell dann, daran erinnere ich mich, dass die Daten eventuell besser wären, wenn die Frauen eben die Tabletten auch nehmen würden. Und ich frage mich natürlich, wenn es so sein sollte, dass die Patientinnen die Tabletten eventuell 7 Jahre oder 10 Jahre nehmen müssen. Wie sieht es dann mit der Therapietreue aus? Das wäre auch mal interessant, diese Frage zu stellen. Also wenn ich darauf direkt antworten darf, ein entscheidender Punkt ist, und das ist aus meiner Sicht aus der Sequenztherapie klar geworden, dass die Aromatasehemmer durchaus eine andere Nebenwirkungsqualität haben. Und der intensive Kontakt um den Nutzen der Therapie, da ist es auch in der ärztlichen Kommunikation ein Problem geworden, weil wir in der Brustkrebsbehandlung diese langen Therapiedauern nicht haben. Und wenn man sich jetzt gerade die letzte Meta-Analyse der Early Breast Cancer Trialist Group anguckt, dann sind in diesen Daten, die extrem gut sind, Therapiedauern von 5 Jahren analysiert worden, wo die Einnahmetreue, also die Compliance, bei über 80% liegt. Das heißt also, wenn es wirkt,
und wenn auch die Sequenztherapien vielleicht dazu führen, Nebenwirkungsspektren zu modulieren und es angenehmer zu machen, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg. Und gerade das ist in der SOLO-Studie ein wichtiger Punkt, weil dort in einem Arm immer 3 Monate behandelt wird, dann Pause und 3 Monate wieder behandelt wird. Also die Modulation und die, ja, wenn man so sagen will, das Feintuning der optimalen endokrinen Therapie über den langen Zeitraum, da sind wir noch von der optimalen Situation weit entfernt, aber es wirkt. Es gab ja auch zur neoadjuvanten Situation, also vor der Operation, Daten, auch hier aus Amerika von einer großen Studie. Und Professor Unsch? Ja. Ja, mit großer Spannung haben wir erwartet die Daten der NSABP-Studie, die sich auch nochmal dem Thema gewidmet hat, welche Therapie sollte in der neoadjuvanten Situation für Patientinnen mit einem HER2-positiven oder HER2-überexprimierenden Karzinom eingesetzt werden. Es war ja sogar so, dass anhand der Daten von San Antonio letztes Jahr die Kollegen aus der NSABP große Sorge hatten, ob sie ihre eigene Studie überhaupt noch fortführen dürfen, nämlich Chemotherapie, Anthracyclin, Taxan und in einem Arm das Standardmedikament, das Trastuzumab, den monoklonalen Antikörper, das Herceptin, im zweiten Arm dann eben das Lapatinib, ein Rezeptor, Tyrosinkinase-Inhibitor, oder eben im dritten Arm die Kombination. Sie haben die Studie zu Ende gebracht und ich sage mit großem Erfolg und vor allen Dingen war es jetzt auch wichtig, nochmal das zu sehen, was die Bestätigung gebracht hat. Es ist eine unglaublich hohe Effektivität gegeben. Wir kommen mit einer solchen Chemotherapie und zielgerichteten Therapiekombination in pathohistologische komplette Remissionsraten, die früher nie denkbar gewesen sind, die irgendwo zwischen 50 und bei rezeptornegativen Patientinnen sogar bei 70% liegen. Und das Zweite, ja auch in dieser Studie hat man gesehen, dass die doppelte Kombination, die duale Kombination aus dem Antikörper und dem Lapatinib, also Trastuzumab und Lapatinib, tatsächlich das Bessere war. Insofern kann man mit großer Spannung nach vorne schauen auf die Daten der großen adjuvanten ALTO-Studie mit 8000 Patientinnen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang sollte man auch ruhig erwähnen, dass die Food and Drug Administration in diesem Jahr beim ASCO ein zweites Mal mit uns, den internationalen Studiengruppen, unter anderem auch eben den deutschen Studiengruppen GBG, AGO und den anderen, ein großes Meeting abgehalten hat. Und es ist die klare Absicht gegeben, dass gerade bei Patientinnen mit einem HER2-positiven Mammakarzinom, aber auch bei Patienten mit einem triple-negativen Mammakarzinom, die Daten aus der neoadjuvanten Situation sogar dazu benutzt werden sollen in Zukunft, um zu Zulassungen zu kommen, um eben nicht Tausende von Patientinnen in Studien zu randomisieren, um dann Jahre noch zu warten, wie sieht es aus mit den Ergebnissen. Also auf den Punkt gebracht, die NSABP-Studie hat die Daten, der Gepa-Quinto, der Neo-Alto und der Kerlop-Studie, das waren die drei großen Studien, die bisher zu diesem Thema durchgeführt wurden, bestätigt. Und wie gesagt, die duale Kombination in dem Fall besser als die einzelnen Substanzen. Herr Professor Thomsen, das HER2-positive Mammakarzinom ist ja eigentlich eine besonders aggressive Form. Kann man jetzt sagen, dass durch die Therapien, die es jetzt gibt, es vielleicht sogar eine günstigere Prognose hat als andere Formen von Brustkrebs? In der Tat ist es so, dass das dass Patienten mit einem HER2-überexprimierenden Mammakarzinom zunächst erstmal eine ungünstige Prognose haben und durch die Erkenntnisse, die wir heutzutage wissen und die Möglichkeiten der Behandlung, die ja Professor Unscher sehr schön angedeutet hat, ist es, und das hat sich auch bei dieser Konferenz hier in Amerika gezeigt, mit neueren Daten, tatsächlich so, dass die Patienten mit der HER2-Überexpression durch die Therapie die bessere Prognose hat inzwischen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Wir wissen allerdings, dass dies nur für etwa 16% der Patienten zutrifft. Das sind die Patienten, die HER2-Überexpression haben. Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz kurz in eigener Sache darauf eingehen. Herr Professor Unsch hat ja schon erwähnt, dass die duale Blockade, also die
Blockade des HER2-Rezeptors mit zwei verschiedenen Substanzen offensichtlich besonders effektiv ist. Und es gab ja auch international die ALTO-Studie, mit der das auch in der adjuvanten Situation gezeigt werden sollte. Die ALTO-Studie ist abgeschlossen und es läuft derzeit international eine weitere Studie, in dem Fall mit den Substanzen Trastuzumab und Pertuzumab, zwei Antikörpern, auch in der adjuvanten Situation, die sogenannte Affinity-Studie, wo wir als Deutsche auch wieder beteiligt sind mit 60 Zentren und ebenfalls die Möglichkeit haben, hier Patientinnen eine besonders aktive Kombination gegen die HER2-betonte Zelle zu geben, zu applizieren. Und wenn Patienten also einen solchen HER2-überexprimierenden Tumor haben, dann sollten sie schauen, ob sie in der Nähe eins von den 60 deutschen Zentren haben, wo sie diese Medikationen unter Umständen im Rahmen der Studie bekommen können. So, jetzt würde ich ganz gerne, es gab ja auch Daten zum metastasierten Brustkrebs. Außerdem gab es Poster zu Affinitor, würden Sie vielleicht Professor Jakisch erklären, was Affinitor macht? Die Signalweiterleitung von der Zelloberfläche zum Zellkern zur eigentlichen Maschinerie in der Zelle hat mehrere Ebenen. Eine Ebene ist häufig heute angesprochen worden, der HER2-Neurezeptor an der Zelloberfläche, aber etwas weiter im Zellinneren ist ein nächster Kreisverkehr, wenn man sich das so vorstellen mag. Das ist dieser Mechanismus, der mTOR-Mechanismus, der durch das neue Medikament Everolimus oder Handelsname Affinitor blockiert werden kann. Und eine der bahnbrechenden Studien, die in San Antonio im vergangenen Dezember vorgestellt wurde und hier mit drei weiteren Postern nochmal vertieft wurden, ist die Bolero-2-Studie. Da geht es bei der metastasierten Situation von Patienten mit HER2-neu überexprimierendem Mammakarzinom darum, dass man einen weiteren Schritt einbaut bei einem fortschreitenden Erkrankung unter der Therapie mit einem Aromatasehemmer, bevor man dann zu einer Chemotherapie schreiten muss, dass man die Kombination mit einem steroidalen Aromatase... Was ist denn? Batterie leer? Okay, also dass man bei den Patienten mit dem Versagen unter einer antihormonellen Therapie dann eine Kombination macht mit einem Aromatasehemmer, in dem Fall dem Exemestan und Affinitor einzusetzen. Unglaublich gute Daten in der Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und auch des Ansprechens nochmal. Ich halte das für eine sehr wichtige Studie. Wir müssen lernen, mit den neuen Nebenwirkungen dieser Substanz umzugehen. Und dann stellt sich wieder die Frage, beim erneuten Fortschreiten bleiben wir in der endokrinen Therapie oder müssen wir dann die Chemotherapie machen? Also alle neuen Wege werfen immer schneller mehr neue Fragen auf, aber auch hier ein ganz wichtiger Punkt, die Chemotherapie mit allen Nebenwirkungen wieder weiter wegschieben zu können, um die endokrine Modulation der Brustkrebszellen weiter voranzutreiben. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, den weiterzugehen und auch da haben wir in Deutschland gute Behandlungsmöglichkeiten. Ist denn diese Substanz bereits erhältlich oder... warten wir dann noch auf eine Zulassung? Also die Substanz hat den Handelsnamen Affinitor, ist fürs Nierenzellkarzinom zugelassen in Deutschland, erhältlich, aber für die Mammakarzinomtherapie noch nicht zugelassen. Also streng genommen ist es noch nicht möglich, das umzusetzen, aber in Einzelfällen sicherlich machbar, da die Substanz erhältlich ist. Und wie gesagt, die Nebenwirkungen müssen wir dann noch alle genau kennenlernen. Vielleicht darf man in dem Zusammenhang auf eine Studie hinweisen, die jetzt in den nächsten Wochen starten wird. In Deutschland heißt Forever-Studie. Innerhalb dieser Studie wird die Substanz vom Hersteller gestellt werden, sodass die Diskussion um die Verschreibungsfähigkeit dann innerhalb dieser Studie wegfallen wird. Und diese Studie findet quer durch Deutschland an verschiedenen Zentren statt? Über 100 Zentren, wunderbar. Es gab zum Metastasierten eine weitere Studie, wo man drauf gewartet hat auf die Daten der Emilia-Studie, die sind gestern präsentiert worden. Ja? Also, da wir selber Patienten in die Emilia-Studie eingebracht haben, kannte ich die Daten schon. Ich war, sage ich mal, nicht überrascht zu sehen, dass die Emilia-Studie positiv ist. Vielleicht kurz zusammengefasst. Wenn wir Patientinnen in der HER2-positiven metastasierten Situation haben und diese Patientinnen
sprechen nicht mehr auf das Trastuzumab an, dann haben wir bisher nur die Möglichkeit gehabt, die Kombination aus Lapatinib und Capecitabin einzusetzen. Mit der Emilia-Studie haben wir nunmehr eine zweite Möglichkeit, nämlich die Substanz TDM1. Das ist eine sehr clevere Kombination aus einem Antikörper, dem Klassiker Trastuzumab oder Herceptin, das aber gekoppelt ist zu einem hochtoxischen Molekül, das aber erst dann toxisch wird, wenn es eben in die HER2-positive Tumorzelle eindringt. Und gezeigt wurde, dass eben auch die Patientinnen ein exzellentes Outcome haben, die vorher vorbehandelt waren. Und insofern hoffe ich nur, dass wir die Substanz bald auch in die Klinik bekommen werden. Mein Kenntnisstand ist, dass dafür eine Zulassung beantragt ist und nicht mehr weit oder in nicht mehr weit entfernter Zukunft, wahrscheinlich sogar im Jahr 2012, in die Klinik einkehren kann. Und wenn wir schon über die Substanz TDM1 sprechen, mit großer Freude kann ich mitteilen, dass wir jetzt ein sehr großes post-neoadjuvantes Konzept auflegen werden. Die Weichen wurden auf diesem ASCO-Meeting gestellt. Das ist eine internationale Studie, an der wir auch mit deutschen Zentren beteiligt werden. Nämlich bei Patientinnen, die in der neoadjuvanten Situation auf die Kombination Anthracycline-Taxan und Trastuzumab keine pathohistologische komplette Remission haben. Da kommt ja die große Frage auf, was machen wir bei diesen Patienten in der Adjuvant-Situation? Und das haben wir jetzt mit dieser Studie, versuchen wir es zu klären, indem wir diesen Patientinnen in einem der Studienarme das TDM1 verabreichen. Also eine sehr clevere Situation, weil wir ja wissen, dass die Patientinnen, die eine PCR haben, in der Neoadjuvant-Situation später im Outcome in der Nachsorge ein exzellentes Überleben haben. Fast alle diese Patienten überleben, aber die großen Sorgenkinder bleiben halt eben die Patientinnen, die keine pathohistologische komplette Remission haben. Was muss ich mir unter dieser PCR vorstellen? Also eine PCR, eine pathohistologische komplette Remission, bedeutet, dass eine Patientin, die einen Tumor in der Brust hat oder vielleicht sogar befallene Lymphknoten, die mit einer neoadjuvanten Therapie, in diesem Falle Chemotherapie bestehend aus Anthracyclinen und Taxanen, oder die Patienten, die HER2-positiv sind, noch zusätzlich mit Trastuzumab. Bei diesen Patientinnen bedeutet es, dass zum Zeitpunkt der Operation, also 6 Monate nach Beginn dieser systemischen Therapie, anhand des pathohistologischen Befundes keine einzige invasive Tumorzelle in der Brust und im Lymphknoten mehr vorhanden ist. Und solche PCR-Raten von 50% und mehr, wie wir sie momentan gerade mit diesen cleveren Kombinationen sehen, wären vor 10 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Also das ist ein immenser Fortschritt. Und diese Situation erlaubt uns möglich oder macht es uns möglich, Resistenzmechanismen im klinischen Ansatz zu erkennen, die uns früher in der Adjuvant-Situation eben gar nicht möglich waren, vorauszusehen. Man hat halt eben warten müssen, bekommt die Patientin ein Rezidiv oder nicht. Und diese Situation in der neoadjuvanten Ansatz erlaubt es uns dann, nach der neoadjuvanten Situation doch hochintellektuelle oder clevere andere Mechanismen einzusetzen. Herr Dr. Bauerfeind, der ASCO ist ja eigentlich, was operatives Vorgehen bei Brustkrebs angeht, nicht der klassische Kongress, wo viele Sachen dazu kommen. Dennoch war heute eine Sitzung mit Monica Morrow, die zum operativen Vorgehen was berichtet hat. Ist denn beim operativen Vorgehen mehr immer besser? Also darum ging es genau in diesem Vortrag, diese Frage hat sie beantwortet, mehr ist nicht immer besser. Es zeigt sich einfach, und es gab auch noch heute Nachmittag dazu ein Poster, dass zum Beispiel die Anzahl der Mastektomien in Amerika sehr hoch ist und sie steigt. Und es gibt eigentlich gar keine Daten dafür, dass das von Vorteil ist. Die Gründe sind vor allem wohl auch die zunehmende Verwendung der Kernspintomographie der Brust, viel häufigere bildgebende Diagnostik, die dann zu einer Mastektomie führen oder zum Entfernen der Brust. Und es konnte aber einfach noch nicht gezeigt werden, dass durch dieses Wegoperieren von vielleicht kleinsten Herden tatsächlich irgendein Überlebensvorteil erreicht werden kann. Es gibt auch in Amerika im Unterschied zu Europa wohl sehr viel mehr Frauen, denen auch zu der Entfernung
der nicht betroffenen Brust nach Erkrankung der einen Seite geraten wird. Auch hier wird sehr viel mehr in die Brust entfernt, was auch durch Daten in keinster Weise belegt ist. Es geht natürlich da um die Angst, dass man auf der anderen Seite auch erkranken kann. Und da hat sie eine sehr schöne lange Langzeitdaten gezeigt, dass das Risiko einfach eigentlich nur sehr gering erhöht ist, gegenüber einer Normalbevölkerung auf der anderen Seite erkrankt zu werden. Und sie konnte natürlich zeigen, dass eben Brustkrebsfrauen dadurch, dass sie all diese Medikamente hatten, vor allem auch langfristige antihormonelle Therapie, das Risiko noch weiter zu senken ist. Also das war immer mal das Thema zur Entfernung der Brust oder Entfernung des Primärherdes, dass das nicht so aggressiv durchgeführt werden sollte, wie es jetzt sich so einschleicht. Und in dem Zusammenhang war mir auch aufgefallen, Herr Thomsen und ich hatten das auch schon mal besprochen, die Studie, die Herr Unich erzählt hat, die NSBP41, die hatte eine unglaublich hohe Rate nach Chemotherapie vor der Operation trotz dessen an Brustentfernung. Die liegt bei 50% in dieser amerikanischen Studie. Und alle deutschen Studien, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, hängen bei 70-75%. Also hier ist ein Riesenunterschied zwischen den Kontinenten, die meines Erachtens tatsächlich beängstigend ist. Und bevor ich jetzt das Mikrofon abgebe, wurde nochmal auch von Monika Mauer nochmal über die Achselhöhlenoperation. Da hat sich einfach was geändert und es ist auch nochmal bestätigt worden, dass hier die Radikalität der Operation durchaus zurückzuschrauben ist. Aber, und das muss auch deutlich sein, es gibt zur Entfernung des Primärtumors in der Brust nach wie vor keine Alternative. Es muss nach wie vor operiert werden, aber es muss deswegen nicht dauernd die Brüste entfernt werden. Ich hab Renate Heidinger souffliert, ich muss das kommentieren, aber Ingo Bauerfeind hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Ich war auch, also ich muss sagen, negativ überrascht zu sehen, dass die Amerikaner im Rahmen der NSABP-Studie 50% Mastektomien hatten. Und da muss ich sagen, das können wir in Deutschland besser. Wir liegen bei solchen Studienkonzepten bei mittlerweile unter 30% Mastektomien. Also da kann ich nur sagen, gut für unsere Patienten aus Deutschland. Ich habe nur eine Frage, Ingo. Wie ist denn hier die Rate der Rekonstruktion? Darüber mag man ja streiten, über Sinnhaftigkeit von Entfernung über Kernspintomographie detektierte Karzinome. Aber wenn ich mir die deutsche S3-Leitlinie angucke und auch den klinischen Alltag, dann ist es ja, glaube ich, bei uns allen so, dass wir diesen Patienten zumindest eine Rekonstruktionsmöglichkeit anbieten. Ist dazu etwas gesagt worden? Nein, ist nichts gesagt worden. Mir ist es auch nicht bekannt, wie hoch hier die Rekonstruktionsrate ist. Auch im Zusammenhang mit den zwei anderen Vorträgen, wo es nochmal um Bestrahlung ging, wurden diese Sachen nicht erwähnt. Das heißt, ich kann nur die Analogie sehen. Bei uns sind ja letztendlich, wenn wir 30 Frauen von 100 tatsächlich abladieren müssen, würden sich von den 30 Frauen, die eine Brustentfernung hatten, nochmal 10 zu einem Wiederaufbau entschließen. Ich weiß nicht, wie aggressiv in Amerika da vielleicht noch mehr gemacht wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil das ja auch die Kosten immens hochtreibt. Und das ist ja wieder ein eigenes versicherungstechnisch-politisches Thema hier in Amerika. Ja, ich möchte vielleicht auch mal ganz kurz auf das, was du zur Kernspintomographie gesagt hast, eingehen. Wir hatten ja letztes Jahr auch ein Poster gezeigt, dass wir aus den eigenen Daten aus Halle, Halle war ja lange Zeit ein Zentrum der Expertise oder ist immer noch ein Zentrum der Expertise für die Kernspintomographie der Brust. Und wir haben sehr viele Kernspintomographien eine Zeit lang gemacht und wir haben tatsächlich jetzt auch Überlebensdaten gezeigt in einem Poster letztes Jahr, wo sich durchaus überhaupt kein Unterschied gezeigt hat zwischen den Patienten, die eben vorher eine MRT gehabt haben und denen, die nicht. Der zweite Punkt, den ich aber vielleicht noch wichtig finde, ist der Vortrag vom Herrn Buchholz, dem Radiotherapeuten aus Houston, Texas, der versucht hat, ein bisschen auch auf der Basis der biologischen Unterscheidbarkeit von Brustkrebsen im Sinne dieser Typen, die rezeptorpositiven Typen, die Rezeptortypen, die mit HER2-Überexpression, also die Mammakarzinome, die mit HER2-Überexpression einhergehen und diese sogenannten triple-negativen Mammakarzinome. Er hat die versucht zu unterscheiden und die Therapie der lokalen Situation doch ein bisschen auch differenziert zu betrachten. Und es ist ganz klar, bei der triple-negativen Situation und bei der HER2-positiven Situation hängt der Erfolg der lokoregionären und damit wahrscheinlich auch der Fernmetastasen-Situation ganz damit zusammen, wie sehr man es primär schafft, mit der neoadjuvanten Chemotherapie den Tumor klein zu kriegen, eine pathologisch komplette Remission hinzukriegen. Das war im Prinzip das, wo er auch ermutigt hat dafür, hier bei diesen Patienten solche Therapien durchzuführen und hat dann im zweiten Statement auch gesagt, dass es halt problematisch sei, selbst mit einer guten Bestrahlung zu finden, bei den Patienten, die keine pathologisch komplette Remission haben, immer noch zu schlecht
da müssen wir noch besser werden. Und Herr Unsch hat da ja schon gesagt, wie wir zumindest bei diesem kleinen Kollektiv der HER2-Positiven weiterkommen können. Aber das Interessante, was er gesagt hat, und das müssen wir ja auch bedenken, wir haben eine gute Prognose inzwischen bei Mammakarzinom. Weit über 90% der Patienten überleben die ersten 5 Jahre. Aber wir haben eben auch eine massive Übertherapie. Und in dieses Feld hat er auch eingestochen, hat gesagt, bei der hochrezeptorpositiven Patienten, die sogenannten Luminal-A-Karzinome, da sind wir so weit, dass wir uns überlegen müssen, ob wir nicht auch die Lokaltherapie im Sinne der Strahlentherapie reduzieren können. Und das fand ich doch einen sehr, sehr interessanten Punkt, dass man auch in der Lokaltherapie heutzutage differenzieren kann. Und da würde ich auch gerne nochmal ein anderes Beispiel bringen zu dem Thema, das, glaube ich, von Mora auch noch gesagt hatte, ist eben unter Berücksichtigung der Tumorbiologie werden ja die sogenannten triple-negativen Mammakarzinome als sehr aggressiv gesehen. Und da konnte sie Zahlen zeigen, dass wenn man die auch nur, weil es triple-negative Mammakarzinome sind, nur deswegen Brust entfernt, obwohl sie theoretisch man auch brusterhaltend operiert hätten können, plus Bestrahlung, die mastektomierten Patienten wesentlich häufiger ein Wiederauftreten an der brustentfernten Seite haben, als die Frauen, die mal klassisch Brust erhalten plus Bestrahlung. Das zeigt einfach auch, dass mehrere Konzepte einfach besser greifen als eins Richtung Übertherapie. Das war für mich der Ansatzpunkt. Das fand ich extrem beeindruckend, diese Zahlen. Gab es denn irgendwelche neuen Daten zu irgendwelchen Biomarkern, die neu dazukommen oder die bestätigt haben, dass da irgendwelche neuen Ansätze da sind? Ich würde mal sagen, insgesamt eher eine Ernüchterung. Nicht all die Gensignaturen, die hier vorgestellt wurden, waren prädiktiv, also Vorhersagen für ein gutes Therapieansprechen der Situation, in der sie untersucht wurden. Das heißt diesbezüglich aus meiner Sicht eher eine Ernüchterung, was den Weg zur personalisierten Medizin betrifft, was ja, glaube ich, vor 2 Jahren das ASCO-Motto war. Nicht jede Gensignatur, vor allem auch nicht jede, die jetzt schon kommerziell verfügbar ist, ist in jeder Situation wirklich hilfreich. Ich glaube, das muss man durchaus so zurückhaltend sehen, wie wir das in Deutschland auch tun. Und das ist vielleicht auch wichtig hier in den USA sozusagen, weil hier in den USA, glaube ich, die Bereitschaft, solche Gensignaturen einzusetzen, wesentlich höher ist wie bei uns. Ich glaube, dass die europäische Zurückhaltung, gerade die deutsche Zurückhaltung, hier durchaus sinnvoll ist. Und derzeit sollten sich Patientinnen nicht verunsichern lassen, nicht das Gefühl haben, dass sie etwas versäumen, wenn sie bestimmte Gensignaturen nicht machen lassen zum Zeitpunkt ihrer Primärdiagnose, noch viel weniger in weiteren Stadien der Erkrankung. Also eher grundsätzlich Zurückhaltung. Der Weg insgesamt wird natürlich in die Richtung gehen, dass wir Tumoren wesentlich differenzierter charakterisieren können in Zukunft und das dann auch therapeutisch nützen. Aber wie wir das therapeutisch nützen und wo sie tatsächlich auch ihren prädiktiven Stellenwert haben, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Ja, genau das, wie Professor Janni gesagt hat, ist das Problem. Es sind eine Reihe von Studien vorgestellt worden mit interessanten Substanzen, die auch gewisse Signale gezeigt haben, sprich, wo man sehen konnte, dass ein Ansprechen auch einer fortgeschrittenen Erkrankung möglich ist, mit solchen Molekülen, mit solchen Substanzen, die genau in diese Signalkaskaden, von denen Professor Janni gesprochen hat, einwirken. Nur hat man leider ernüchternderweise sehen müssen, dass die Wirkung dieser Substanzen überhaupt nicht vorhersagbar war durch die Analyse der Signalkaskaden. Und insofern, wir lernen neue Vokabeln wie PI3K und mTOR und ACT, aber wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Und insofern bleibt es bei Hormonrezeptorstatus, endokrine Therapie, HER2-Status und Anti-HER2-Therapie und dann natürlich der klassischen Chemotherapie. Ja, wahrscheinlich ist es mit dem P3K der Begriff, den man sich am ehesten noch merken sollte im Moment. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren am meisten im Gespräch sein. Da gibt es eine ganze Reihe von Substanzen, die mit dieser Signalweitergabe innerhalb der Tumorzelle zu tun haben. Wahrscheinlich wird man davon noch deutlich mehr hören, aber insgesamt schätze ich es auch so ein, dass wir dann noch eine ganze Weile brauchen, bis wir es therapeutisch nutzen können. Das sieht auch Dr. Rakesh Jain so, dessen Vortrag ich erleben durfte, der über eine Stunde ging. Es war sehr spannend, zum Thema vom Labor in die Klinik zu Biomarkern. Und der hatte, ich erinnere mich, eine Folie, wo nur drauf stand, es gibt bis jetzt keine validierte Biomarker, die irgendein Ansprechen zeigen
auf eine Therapie. Das ist also auch für mich sehr erstaunlich gewesen, denn ich hatte gedacht, jetzt aufgrund der letzten, gerade San Antonio zum Beispiel, der Entwicklung der Biomarker, dachte ich, jetzt geht's voran, jetzt kann man dann bald voraussagen, welche Patientin von welcher Therapie profitieren wird. Also das ist noch nicht so. Das ist doch noch, müssen wir noch sehr vorsichtig betrachten, oder? Also Herr Jackes aus Wien? Oder wer war das? Der Preisträger. Ja, der Preisträger. Ach so, verstehe. Ja, ich meine, klar, man muss immer so ein bisschen eine Zäsur machen und Bilanz ziehen und sagen, so, wo stehen wir und ist das die Euphorie, können wir sie bestätigen? Nein, aber ich glaube, so negativ sollte man es dann auch nicht sagen. Wir versuchen ja den Patienten, darum geht es erst einmal, in einer adjuvanten Situation mit einem guten Outcome, mit einem niedrigen Risikoprofil, eine Chemotherapie zu ersparen. Und wir hatten auch auf diesem, ASCO-Meeting nochmal die Präsentation von internationalen, aber auch von deutschen Daten. Und man kann zusammenfassend sagen, wir haben mit dem Oncotype, dem DX, mit dem MammaPrint, mit dem Endopredikt-System der Firma Sividon aus Deutschland haben wir doch einiges an der Hand, mit dem wir Patientinnen versuchen, das Risikoprofil so zu definieren, dass diesen Patienten keine Chemotherapie gegeben wird. Zusammenfassend natürlich aus deutscher Sicht auch nochmal die Situation mit UPA-PI1. Das ist nach wie vor einer der guten und nicht teuren Standards, mit denen wir den Patientinnen eben eine Chemotherapie ersparen können in der endokrin-positiven, also in der hormonrezeptor-positiven Situation. Und man wird natürlich in Zukunft sehen, welche dieser Testsysteme nach Möglichkeit auch kostendeckend für Patientinnen eingesetzt werden können. Wenn man sagt, ich habe keinen Biomarker, um das Ansprechen abzuschätzen, dann haben wir einen Paradebeispiel fürs Mammakarzinom, das ist der HER2 neu, mit dem wir sehr wohl sagen können, diese Patientin hat ein exzellentes Ansprechen auf die Hinzunahme von Trastuzumab. Und ich denke mir, wir hatten auch auf diesem San Antonio, auch auf diesem ASCO-Meeting, irgendwie hänge ich bei San Antonio immer wieder fest, auch bei diesem ASCO-Meeting, ich fand eine ganze Reihe von guten Postern. In der Postersitzung gestern, oder war das vorgestern, hatten wir 500 Poster. Das ist eine richtig schwer verdauliche Kost gewesen. Aber wenn man sich so die Highlights raussucht, dann habe ich etwas gesehen, wo wir in den letzten Jahren auch mit der Leitlinie ein bisschen in Verwirrung kamen, nämlich das kleine HER2-positive Mammakarzinom, also kleiner als 1 Zentimeter. Und bei diesen Patienten, oder wollen wir es nachher diskutieren? Ja, also bei diesen Patientinnen sehe ich eine Bestätigung durch Daten, auch hier wiederum natürlich retrospektiv im Rahmen von Postersitzungen, wo man gesagt hat, naja, alleine von HER2-Positivität muss diese Patientin nicht unbedingt Trastuzumab und Chemotherapie bekommen, darum geht es ja, sondern es müssen schon ein paar Zusatzfaktoren sein. Zum Beispiel die Patienten mit hormonrezeptor-negativer Situation oder mit lymphovaskulärer Invasion. Also alleine die, sage ich mal, 65-Jährige mit einem Tumor von 8 mm, der zufälligerweise HER2-positiv ist, aber der gleichzeitig ER-positiv, PR-positiv, eine niedrige Wachstumsrate, ein G1 oder G2 hat, das sollte nicht zum Automatismus führen, dass diese Patientin unbedingt eine Chemotherapie plus den Antikörper benötigt. Also zusammengefasst, ja, wir sind in einer Zwischenphase dieser Biomarker und ich denke mir, das wird aber weitergehen, weil gerade was wir auf dem ASCO haben, ein Satz noch dazu, wir die Gynäkologen, die sich auch um die Systemtherapie kümmern, können ja ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und was wir bei anderen Karzinomentitäten hier gehört und erlebt haben, ist eine unglaubliche Revolution, die aber wirklich aus dem Labor kommt, nämlich neue Moleküle, die dann in die Klinik gehen, wo dann Substanzen, neue Substanzen entwickelt wurden, ob es das kolorektale Karzinom oder das Melanom ist, wo echte Revolutionen passieren. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, das wird auch beim Mammakarzinom sein, weil wir noch zwei Sorgenkinder haben. Das ist die triple-negative Patientin, die nicht auf die Chemotherapie reagiert, und das ist die Luminal-B-Patientin, die Patientin mit einem hormonrezeptor-positiven Karzinom, aber die trotzdem, trotz aller Kombinationstherapien ein paar Jahre später eine Metastasierung bekommt. Und das sind die Patienten, denen wir uns jetzt und in Zukunft mehr, auch anhand von solchen Biomarkern und einige der
Moleküle sind schon angesprochen worden. mTOR-Inhibition, PI3-Kinase-Inhibition, das sind die Schlüsselwörter, die wir uns wahrscheinlich für die Zukunft merken sollten. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie zu unserem Roundtable von Brustkrebs Deutschland gekommen sind. Den nächsten Brustkrebs Deutschland Roundtable wird es aus San Antonio im Dezember diesen Jahres geben.